Jetzt heißt es einchecken. Im neuen Kristallpalast-Varieté-Programm Fliegende Hitze heben die Zuschauer in sonnige Gemütslagen ab und gehen auf eine ungewöhnliche Reise. Stewardess Lilly führt dabei nicht zum ersten Mal durch ein buntes Programm aus internationaler Artistik, heißen Rhythmen und ganz viel Humor. Doch bevor abgehoben werden kann, gilt es, einige Sicherheitskontrollen durchzuführen. So überprüft Stewardess Antipode mit atemberaubender Genauigkeit das Gewicht der Gepäckstücke. Und so mancher weiblicher Passagier muss die Luft anhalten, wenn Tänzer Hugo Marcel als blinder Passagier im Handgepäck entdeckt wird und versucht, mit seinen exotischen Bewegungen die Sicherheitskontrollen zu überwinden. Nachdem Reifendruck und Profil auf mehr als Herz und Nieren geprüft wurden und alle Passagiere angeschnallt sind, geht die bunte Reise los. Dabei wird Flugbegleiterin Lilly vom Pilot im Praktikum Boogie Sam unterstützt, der das Bordprogramm mit einer feurigen Diabolo-Show und rockigen Klängen bereichert. Als Zuschauer hat man das Gefühl, mit einer ausgedienten, aber zutiefst liebenswürdigen Airline auf eine närrische Pauschalreise zu gehen, die bereits vor der Show im Foyer beginnt. Interessierte Reisende können in den Previews bis Sonntag oder ab der Premiere am 15. April erfahren, ob man ein Flugzeug durch schwindelerregende Tänze zum Absturz bringen kann oder ob es eine weiche Landung mit viel Applaus geben wird.